der Sport. Wir haben Spaß daran, wir paddeln wie Verrückte gegen den Strom. Glücksgefühle, die sind unser Lohn. Heute ist Regatta-Tag, das wird ne richtig wilde Sorte. Angeverbandes, liebe Wassersportlerinnen und Wassersportler, ich freue mich wirklich sehr, dass die offene deutsche Meisterschaft Langstrecke und die offene Landesmeisterschaft NRW in diesem Jahr hier in meiner Heimatstadt in Essen ausgetragen wird. Und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, denn 2024 ist das Jahr des Drachen. Und also der Drache ist ja einer der beliebtesten Tierkreiszeichen in der chinesischen Mythologie und der steht für Glück und Güte. Und die Wettkämpfe hatten heute das Glück und die Güte, dass der TVK Essen Kupferdreh sich als erfahrener Ausrichter dafür eingesetzt hat, die Drachenbootmeisterschaften hier die Organisation zu übernehmen und nach Essen zu holen. Und dafür danke ich ganz herzlich. Das ist einen großen Applaus wert. Ich glaube, vor 11 Jahren haben Sie schon mal die Landstrecke ausgerichtet. Ja, und das ehrenamtliche Engagement ist eben besonders groß im Sport, besonders groß auch hier in Essen und das freut mich sehr. Und deswegen bedanke ich mich auch bei allen ehrenamtlichen Aktiven, die für dieses Drachenbootrennen wirklich zuständig waren und die hier große Arbeit geleistet haben. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, der Wassersport hat hier in Essen eine große Tradition und zum Beispiel feiert der ETUF, die Ruderriege, in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen und auch der Essener Ruder- und Regattaverein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Genau, nun aber zum Wettkampf und zur Siegerehrung, denn ohne Sie, liebe Sportlerinnen und Sportler, wäre der See heute nur ein großer Stausee. Sie haben ihn aber zu einer besonderen Attraktion gemacht und mit Kraft und Ausdauer wirklich hier alle beeindruckt. Diese Schnelligkeit in so einem Boot ist sensationell und ich glaube, Sie haben hier das Publikum wirklich begeistert. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz persönlich und im Namen der Zuschauer für diesen tollen Wettkampf. Und zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass am Baldnersee dieses Jahr vom 8. bis zum 10. Juni auch ein Drachenbootfestival stattfindet. Dazu lade ich Sie recht herzlich ein. 2 Tage lang sind Jedermannrennen und einen Tag lang inklusive Drachenbootrennen um den Unified Dragon Cup. Würde mich freuen, wenn Sie dabei wären. Jetzt sollen aber die Sieger der Drachenbootmeisterschaften geehrt werden und dafür übergebe ich das Mikro an Herrn Bacher, hoffe ich, oder? Ich übergebe einfach das Mikro. Und von Carlo NRW, der trotz der Verbandstagung hier bei uns ist, danke, dass du da hier bist, ich übergebe für dich für ein paar Worte. Ja, vielen Dank, Carsten. Ich habe nicht viele Worte vorbereitet, aber ich finde das super. Möchte mich ganz herzlich bedanken bei Carsten, unserem NRW-Fachwart, für die Vorbereitung, die Ausführung und beim TVK Essen natürlich, dass wir wieder eine Landesmeisterschaft hier haben. Ich habe wirklich selten wieder so viele Leute gesehen bei einer Landesmeisterschaft. Ich freue mich. Ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft wieder so hinbekommen und auch und ihr kommt auch gleich hier vorne, Eli. Genau, kommt mal nach vorne, kommt mal weiter nach vorne. Ihr könnt bis hier vorne oder auch euch auf die Treppe stellen. Zweitplatzierter bei der offenen deutschen Meisterschaft. Herzlichen Dank.
herzlichen Glückwunsch. Und der erste bei den Smallboat Racern, die BSG Pneumont Spreekonauten, sind erster geworden auf dem kleinen Boot. Das sind die Jüngeren, ne?